Aber ich habe die Ultima-Klinge, das ist das Problem dabei. Ja, gut. Toll, und die Aufgabe wird auch nicht als abgehakt angezeigt. Das ist doof. Ach ja, das war Küstenmarktturm, das hatte ich noch herausgefunden. Achso, das war das Angeln. Hier. Ja. So, schnell zurück zum Regalia. Die Beschreibung ist stärker als die Waffe, ja, so ungefähr. Sind alle Main-Kategorien in einem Run. Oh, wow. Würde ich mir nicht antun wollen. So. Automatisch fahren, Aufgabenziel. So. Dann kann ich an der Stelle nämlich auch gleich den einen Jagdauftrag abgeben. Laden? Ja. Wir sind da. Gut. So. Ach, ist nur ein 5-Stunden-Run? Ja gut, aber 5 Stunden sind 5 Stunden, ne? Wenig ist das jetzt auch Ah, nicht. ihr seid zurück. War's eine gute Jagd? Ah, komm, wir sind bald auf Rang 7. Mega Phoenix und nochmal einen guten Batzen Geld bekommen. Achso, ja, stimmt, da war ja Was was. führt euch her? Hier warten Ruhm und Ehre auf euch. Was muss ich hierfür? Achso, Rang 7, ja. Bis zum nächsten Mal. So, zumindest habe ich auch unendlich Ausdauer immer noch. So, das abgeben. Ah, ihr seid's. Und? Wir haben die Erkennungsmarke und eine Nachricht von der Hexe. Von Kimia? Regeln sind zwar wichtig, aber du sollst deinem Herzen folgen. Oder so. Verstehe. Tut mir leid, dass ich euch so viele Umstände bereitet habe. Seit unserem letzten Treffen habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, ob ich nicht doch selbst auf die Suche hätte gehen sollen. Ist es besser, sich den Entscheidungen anderer zu fügen? Hätte ich vielleicht doch meinem eigenen Kopf folgen sollen? Bis ich unseren Verband führen kann, habe ich wohl noch eine Menge zu lernen. Aber wenigstens ist mir das jetzt klar. Und ich weiß, was ich noch zu lernen habe. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und auch der Familie des Jägers habt ihr einen großen Dienst erwiesen. Ja, wenn es nachgeht, Baten Kaitos. Eternal Wings and the Lost Ocean. 100%. Das ist ein Speedrun. Also, naja, gut, eigentlich nicht. Wenn man mal von den Regeln sind ersten wichtig, vier, aber drei, nicht vier alles. Stunden absieht. Eigentlich das Logischste von der Welt. Ich Aber weiß gar nicht, wichtig, wie wird lang der Final Lehrer nicht Fantasy von mir alleine 900% ist. verstoßen. Das rechtfertigt aber lange nicht, was Falsches zu tun. Ja, es ist vertrackt. So, okay, gut. Nein, will ich noch nicht. Das ist auch da in den Ruinen. Und ich. Ach nee, das war Küstenmarktturm, stimmt ja. Vom Aussterben bedroht. Ja, wir sind hier in der Nähe, also machen wir den schnell noch. Aufgabenziel. Oh nö, da fahren wir mal so wieder. Ganz Lasst normal. nichts liegen. Okay, los geht's. Haben wir eine Weile nicht mehr gemacht. Und dann bleiben ja demnächst eigentlich nur noch die letzten oder die restlichen optionalen Dungeons. Also Küstenmarktturm, diese, na, das Aquädukt-Ding. Und, ach ja, genau, eine Ruine ist ja auf alle Fälle noch.
die habe ich noch gar nicht entdeckt. Da bin ich zwar schon in der Nähe gewesen, aber ja, wie gesagt, entdeckt habe ich sie noch nicht. Ich glaube, die gehe ich auch als nächstes an. Weil die noch relativ angenehm ist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe zumindest. Also rein vom Level her bin ich eigentlich für alle jetzt schon soweit vorbereitet. Ups, was? Okay. So, dann haben wir hier unsere nächste Mission. Moment, obwohl, da kann ich auch warten, bis wir da sind. Also los, Bewegung. Und hier muss ich halt immer noch den einen Streifzug machen. Also hier übernachten und dann halt den einen Fisch fangen. Das werde ich aber dann, ich glaube, sogar offstream machen. Ich habe es ja jetzt, ich glaube, zweimal probiert schon. Was wollte ich denn? Achso. Irgendwas wollte ich. Ach, wegen Fertigkeitspunkten wollte ich gucken. 152, okay. Ah, oh, Moment. Da war doch irgendwo was. Hier, glaube ich. Synchrosturz. Irgendwo war was mit Luft angegriffen. Das weiß ich noch. 999. Ja, Wartemodus. Die Dinger sind halt für mich zumindest vollkommen unbrauchbar. Gut, 155. Das ist doch so viel, was wir hier brauchen an Dings. An Fertigkeitspunkten. Oder war das hier? Ah ja, genau. Die waren das. Na gut, dann habe ich die doch schon. Ah, machen wir das mal und hier habe ich noch 53. So. Die ganzen billigen Dinger hier. Oh toll, da fehlt mir jetzt noch ein. Ach nee, gut. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, das sind hier ist noch irgendwo so ein 18er Feld. Hoppla. Ist es hier? Ja, ich glaube schon. So, das Schokobo-Ei finden. Noct, das Ei ist in Gefahr. Schnell, sorgen wir für Ruhe. So. Weg und auch weg und... Na, auch gleich weg. So, dann ist ja eigentlich... Ach ne, zwei sind es noch. Okay, gut. Nee, oh, sind doch noch ein paar mehr. Da kommen noch welche. So, war es das? Ach nee, da hinten. Beeilen wir uns, um was spachteln zu können. Aber hallo! Das war's. Das Ei ist in Ordnung, aber wo steckt die Mutter? Nicht zu sehen. Es ist noch ganz warm. Schnell zu Wiss, bevor es zu stark abkühlt. Los, gehen wir. Das Lustige ist, ich könnte mir jetzt im Grunde so viel Zeit lassen, wie ich will. Bis ich das Ei abgebe. Ich meine, hier hätte man jetzt theoretisch irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Counter oder so reinmachen können. Bis dann und dann muss es halt da sein. Ansonsten ist die Mission gescheitert oder man müsste die Mission nochmal neu anfangen oder so. Das wäre zumindest realistisch. Ja, das kann natürlich auch zu Problemen führen, wenn man, weiß ich, zu Fuß hier hingerannt ist. Ja, wäre halt nervig. Ich kenne es halt aus einigen anderen Spielen, auch aus einigen anderen Final Fantasies. Wenn man dann quasi gezwungen ist, das als nächstes zu machen gleich.
Ja, ich mag die an sich auch nicht, aber wie gesagt, in dem Fall wäre es halt irgendwo schon realistisch gewesen dann, oder passend. Final Fantasy 9 hatte, glaube ich, 3 Discs wieder, ne? Ich glaube, 7 waren 3, 8 waren dann 4 und 9 waren dann, glaube ich, wieder 3. Das Ei? Es lag schutzlos herum, aber immerhin ist es noch warm. Vielen Dank. Ich lege es gleich unter eine Wärmelampe. Von der Mutter gab es keine Spur. Verstehe. Da kann man nichts machen. Um das Ei werde ich mich persönlich kümmern. Das Küken wird schlüpfen. Viel Erfolg. Wenn es soweit ist, melde ich mich. Dann könnt ihr den Piepmatz besuchen. Klar, Ehrensache. Danke. Habt euch die Belohnung redlich verdient. Hier ist ganz neu in meinem Sortiment. Bei Wiz ist das Ei in guten Händen. Jetzt ist Geduld gefragt. Das Küken ist bestimmt voll süß. Ich freue mich schon so. Ich mich auch. Lass mich raten, ich muss jetzt irgendwie eine bestimmte Zeit abwarten. Wenn es soweit ist, melde ich mich. Ja. Dann könnt ihr den Piepmatz besuchen. Gut, ich wollte aber sowieso. Achso, Quatsch. Ich wollte sowieso übernachten. Einmal. Das war ja hier hinten. Ja, eben, also bei Final Fantasy 8 war die letzte Disc halt wirklich nur das letzte Schloss. Aber es sind halt jedes Disc gewesen. So. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Ich habe ja damals. Ich auch dabei, Jungs. Ja, als ich Final Fantasy 8 das erste Mal gespielt habe, da habe ich es ja nicht durchgespielt und da bin ich halt bis zu Disc 4 gekommen. Und hatte da halt eine Pause eingelegt, in Anführungsstrichen Pause, die dann halt ja, im Grunde bis zum Ende. Oder für immer angedauert hatte. Das Foto ist gut, nicht wahr? Und dann habe ich ja irgendwann einfach nochmal komplett neu angefangen. Also in der Steam-Version dann. Hey. Na? Na? Hat sich schon was getan? Wenn es soweit ist, melde ich mich. Moment, ich guck mal ganz kurz nach. Besuchen. Wie lange das dauert oder ob ich da irgendwas Bestimmtes für machen muss. Nicht, dass ich jetzt hier, weiß ich. Keine Ahnung. Nicht, dass ich jetzt hier anfange, ganz woanders hinzugehen und dabei hätte ich jetzt nur, weiß ich, nochmal übernachten müssen oder so. Olli, nee, Ach, Wiss, hier ist er doch. Nummer 5. Ja, okay, gut. Steht hier auch nicht genau drin. Hm? Okay, dann. Ja, dann warten wir einfach mal ab. Irgendwann kommt er schon. Und hi, Penguin. Hallöchen. So, Parkplatz. Welcher war das hier nochmal? Wo waren das jetzt überhaupt? Da, der müsste es gewesen sein. Ja, Baluvenminen. Der Parkplatz heißt sogar so. Und da will ich jetzt hin. PC war auch eine Install-Disk drin bei 8. Okay, das weiß ich gar nicht. Ich kenne halt nur die Steam-Version. Oder ich habe nur die Steam-Version. Und da hat sich das mit Disks ja erledigt. Neuer Tag, neues Glück. Ja, auf geht's. Test Run schon 11,5 Stunden lang. Hm. Kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie lang das als normaler Run dann wäre. Also definitiv nicht kurz. So, kurz mal gucken. Ach, Moment, hier. Hier lag doch... Irgendwo auf so einem Rohr lag auch mal was drauf. Wilde Bestien. Gebiet nur in Begleitung eines Jägers. Ja, bla bla. Wir haben ja schon den Schwurf. Ich bin zumindest... Ach, da. Da ist was. Allheilmittel. Na toll. Ich bin der Meinung, dass auf diesen Rohren irgendwo mal was war. Allerdings. So... So und so. Ja, komme ich rauf.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann rennen wir einfach mal. Nein, okay. Hätte sein können, dass da... Ah, hier. Die Balloon-Minen. Ein Minenkomplex in der Leidener... Was? Kalek-Stufe. In den Leidener Kalek-Stufen. Hier wurde einst Kalk und Dolomit abgebaut, die unter anderem beim Bau der imposanten Hochhäuser in Insomnia Verwendung fanden. Neben Gestein stieß man in Tunneln auch auf seltene Metalle, weshalb sich Glücksritter wie Unternehmen bald zahlreich in der Umgebung ansiedelten. Leide war schon immer reich an natürlichen Rohstoffen. Die gut ausgebauten Zufahrtsstraßen und Pipelines sind ein Zeugnis der üppigen Erdöl- und Gasvorkommen. Warum die Balloon-Minen geschlossen wurden, ist unklar. Offizielle Quellen begründen den Schritt in einem Rückgang der Erzvorkommen und einer zunehmenden Verbreitung von Goblins in den Stollen. Doch viele Arbeiter zweifelten damals an dieser Behauptung. So, und hier noch irgendwas? Ja. Gut. Und waren wir schon mal irgendwann in diesem Haus da drin? Ach, schade. Ich konnte da gerade nicht rüberspringen. Wir gucken mal kurz rein. Nu. Geh doch mal da durch. Kann doch nicht so schwer sein. So, auf der Seite war nichts. Auf der Seite vielleicht irgendwo. Nö, gar nichts. Okay. Achso. Mann, der immer gegen die Wände hüpfen muss. Ah, hier vielleicht irgendwo noch was? Nö, okay. Gut, dann... Ah, da. Achso, nee, das war ja... Genau, das war das Allheilmittel. Das ich ja leider nicht aufsammeln kann. Naja gut, aber Final Fantasy 10 Nemesis Percent, was ja im Grunde so insgesamt gesehen auch die, echt angenehm hier. Ja, stimmt. Die 100% Kategorie ist. Hier liegt nichts mehr. Weil im Original gab es ja, so, weiß ich hier, die Dark Aeons und Richter, die gab es da ja nicht. Deswegen gilt halt Nemesis Percent als die 100% Kategorie. Bei Final Fantasy 10 und oh, ich glaub, so einen alten Aufzug die ich ist ja noch mal ein bisschen länger. Probieren wir's aus. So, kriege ich irgendwo einen Auftrag, die zu erforschen? Nö. Ach, Moment, aber ich kann ja hier noch mal speichern davor. Oder was war das? Yu-Gi-Oh! War doch auch irgendwie 80 Stunden oder so. 100%. Also irgendein Yu-Gi-Oh! Teil. Hallo? Achso, hier. Fahrtüchtig. Wirklich? Na dann. Ob der dein Gewicht aushält, Gladio? Ah, jetzt haben wir den Auftrag. Sehr schön. So, mal kurz. Zumindest die Karte hier zu aufmachen. Ach, hier. Zu schauen, irgendwas Wichtiges. Mehr will ich jetzt erstmal nicht gucken. Hoffentlich. Sind wir nicht zu schwer? Ey. Ah, das denkt man nicht, dass wir auf alle Fälle. Hauptsache, wir bleiben nicht stecken. Abstürzen wäre schlimmer. Lässt sich nicht ausschließen. Hier muss irgendwas abgebaut worden sein. Unheimlicher Ort. Sicher ideale Brutbedingungen für ganze Rudel von Siechern. Ja, keine Frage. Macht mir keine Angst. Wir könnten ausnahmsweise auch mal alle still sein und in uns gehen. Ja, gute Idee. Aber ist der Weltrekord mittlerweile so niedrig? Bei Nemesis? Was da. Rennt? Weiter runter. Oi. Stockdunkel. Aufsteigen, ja. Ich hab halt keine Ahnung. Ich meine es mich ist noch. Verdächtig still. Hinter jeder Ecke kann was ja. Lass die Umgebung nicht aus dem Oh Mann, hör doch mal auf zu labern. Ob der Aufzug noch weiter runterfährt? Steigen wir ein? Nein, tun wir nicht. Hier liegen Schienen. Für eine Lore? Klar. Meinst du, die haben das ganze Erz geschleppt? Aber mal echt. Oh Gott. Unübersichtlich jetzt schon. Mama!
Reg dich was? Ab. Ist doch nur die Lüftung. Ach so. Gibt auch noch was? Regenbogenanhänger. Okay. Nee, aber normalerweise sitzt man an Nemesis Percent ja noch deutlich länger. Also die 20 Stunden 6. Was war das? 2046? Oh. Oh, wow. Gut, ja, die 20 Stunden 46, die sind halt wirklich sehr optimiert in dem Fall. Oh Gott. Wow. Das war mies. So. Ja, ja, ja. Bewegt euch. So, hier einmal lang gucken. Silbermineral. Moment. Nee. Wie das irritiert das manchmal, weil so ein paar Oberflächen immer so ein bisschen glänzen, wenn man da in die Richtung guckt. Also mit der Lampe zumindest, oder mit dem Scheinwerfer-Dings. Ach so, ach. Runterzugehen. Aha. Können wir nicht hier nee, Moment. Uns warten. Ende Gelände. Bedauerlich. Kehren wir um. Die müssen auch zu jedem, ja, im Grunde zu allem irgendwas sagen hier gerade. So. Okay, neues Stockwerk. So, weg. Weg. War's das? Ach nee, doch. Doch, das war's. Gut. Ah, Weggabelung. Links oder rechts lang zuerst? Ist das lästig? Oh, so. Und so. Gehen wir erstmal hier lang. Ja. Oder ist hier irgendwas? Ne, da ist nichts zu sehen. So. Toll. Für einen Gegner. Nein. Ich wollte euch die Kamera drehen. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Oh, hi. Oh, ich kann da scheinbar runterfallen. Ja, toll. Danke. Danke, dass ich den nicht anvisieren konnte. Aua. Na geil. Das ist super. Ich konnte nichts dagegen machen. So und. Na komm. So. Noch einer weg, nächster weg. Da ist noch einer. Toll. Und jetzt bin ich irgendwo. Ja, keine Ahnung wo. Irgendwo, wo ich eigentlich noch gar nicht hin wollte, auf alle Fälle. Aber hier komme ich hoch. Moment. Hey, pass auf, wo du hintrittst. Ja, dann geht mir auch aus dem Weg. So, Final-Elixier nehme ich. Was ist das hier noch? Normales Elixier, okay. Hier irgendwas Schönes drin? Nö. Ich vermute mal, dass ich die Stollen wirken endlos. Dass so ich hier nicht wow. Dass ich die Tür nur von der Seite öffnen konnte. So, das wollte ich sagen. Ist noch einer. Ah, komm. Weiter. Ja. So, Betriel schafft. Hier endet der Weg anscheinend. So, dann gehen wir mal hier hinten hin. Da liegt ja was. Ein Stirnreif, okay. Da, 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 da. So, dann. Ah, ich hab's eben gesehen. Gut, hier erstmal noch nachgucken. Hi Utze, Hallöchen.
Achso, Moment. Ich wähle auch mal. Wo habe ich sie? Da. Die Aufgabe hier an. Achso, nee. Irgendwie verwirrt mich der Dungeon so ein bisschen. Nee, hier war ich noch nicht. Ah ne, komm. Um die kümmere ich mich dann eventuell auf dem Rückweg. Was haben wir hier Schönes? Oder Hässliches, je nachdem. Ich wollte gerade sagen. Da kommt doch bestimmt wieder was. Ach dein. So. Alle weg? Ja, alle weg. Gut, das sind ja nicht mal schwere Kämpfe hier, die sind halt im Moment tatsächlich einfach nur nervig. So, hier geht's runter, aber da würde ich. Oh. Lassen wir die Waffe sprechen. Oh, noch irgendwo einer. Nu lauf. Mann. Irgendwie ziemlich. Was machen wir? Fahren wir wieder hoch? Ach, das ist der Aufzug. Ah. Okay, nee, den will ich aber jetzt noch nicht wieder benutzen. Gehen wir erstmal hier lang. Damit würden wir jetzt nämlich, ja, quasi den Weg hier erforschen, der dann irgendwo bis dahin, glaube ich, geht. Also man hat es vorhin auf der Kleinkarte oben rechts gesehen. So, so. Und so. Goldmineral. Hm. Gold. Goldmineralien habe ich jetzt mittlerweile auch schon so viele gefunden. Ich würde einfach mal behaupten, die brauche ich auch nicht mehr unbedingt. Rotstein brauche ich halt. Also. Weiß ich, was das genau war. Ich glaube, Rotstein-Mineral war es halt auch, was ich brauchte. Moment. Da ist auch eine kleine Abzweigung. Ja, gut. Unbedeutend. So, und hier schließt sich jetzt der Weg. Ja, genau. Da sind die Goblins, die ich vorhin ignoriert hatte. So, da unten geht es auch noch lang. Gut, dann erforsche ich erstmal das da unten. Ja, ich sehe auch mal an. Mal sehen, wer hier zuletzt lacht. Och. Wo sind die denn jetzt? Sind das die dahinter? Toll. So eng hier. Kann mein Schwert kaum schwingen. Nee, du triffst. Moment. Ach. Ja, super. Weil der Kampf da ausgelöst wird. Kann ich, ja. Kann ich die Tür da nicht benutzen? Moment. Wie lautet der Plan? Und ich probiere es noch einmal. Kann sein, dass man da doch rankommt. Nee, okay, gut. Das ist ja mal dämlich. Dann laufen wir zum Fahrstuhl. Gibt ja generell noch einiges zu erkunden hier. Also gut, auf der Ebene jetzt nicht mehr unbedingt. So, einmal Dings wieder auffüllen. Fahren wir in die anderen Etagen? So, also erste Etage bin ich schon gewesen. Ja. Ach, da ist er. Und ich weiß nicht, welche Ebene das eben gewesen ist. Ob das jetzt Ebene 2 war? Oder sogar Ebene 3? Keine Ahnung. Oh. Steig erstmal aus. Ich will mal kurz auf die Karte gucken.
So, oh. Falsche Richtung. Nee, nee, nee. Aber Moment. Da glitzert was. Aber mach's kurz. Moment, Hilfe. So, aua. Gehen wir. Ja. Hol ich mir das noch schnell und dann. Ja. Ansonsten. Bin ich hier. Ach, da oben bin ich ja, nicht da unten. Okay, gut. Nee, dann renne ich hier doch noch ein Stück weiter. Wir haben hier alles stehen und liegen gelassen. Also ich weiß nicht, ob es hier wirklich was zu holen gibt. Ich hatte damit gerechnet, dass da wieder so eine Viecher rausspringen. Oh. Nee, das. Was? Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann niemand das Licht anknipsen? So, okay. Da auch schon wieder so viele Wege. Ach, da. Das ist eine Sackgasse. Gut. Das, verdammt. Okay, aber das ist zumindest die Ebene hier schon wieder. Nein. Nicht so, das merke ich mir mal. Aber das ist die Ebene, wo wir von der Brücke darunter geschleudert wurden vorhin. So, okay, gut. Dann haben wir hier den Weg auch zugemacht. Quasi. Gehen wir noch mal kurz in diese Ecke hier rein, damit das aufgedeckt ist. Sah nämlich eben immer so ein bisschen danach aus, als wenn es da weitergeht. Nicht, dass ich da irgendwann später mal durcheinander komme. Nee. Warum ist eigentlich die Karte oben rechts? Spiegelverkehr zu der Karte, die ich aufrufe, wenn ich... Also Spiegelverkehr zu der Karte hier. Wenn ich nicht nur spiegelverkehrt, nee, einfach um 180 Grad gedreht. Sehe ich gerade. Eigentlich sollten die immer gleich sein. Also ich hatte es auch so eingestellt, dass die Karte oben, dass die immer nach Norden zeigt. Das kann man ja umstellen. Und hi Nagano. Ich hin. So. Auf geht's. Ach Mann. Die sind ja nicht mal schwer, die Gegner hier. So. Goldmineral. Oh. Ach nein. Vorwärts. Ja. Da ist nichts mehr. Liegt hier noch irgendwas? Ne. Oh Gott. Ach Mann. So. Was besser aufnockt. Ach, da ist auch noch einer. Schon wieder eine Gabelung? Ein echtes Labyrinth. Da liegt was auf alle Fälle. Ich hole mir erstmal das hier. Noch ein Goldmineral, okay. So, und hier müsste jetzt die Brücke sein. Richtig? Ja. Ist der Ronin hier irgendwo auch? Der uns vorhin runtergestoßen hat? Scheinbar nicht. Na gut. Dann... Hier war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Dann hier lang. Mensch. Blöde Kamera. Ah, da liegt auch noch was. Okay. So, jetzt reicht's mir. So, geht doch. Weiter geht's. Okay, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Das
Zwar war der Kampf deutlich kürzer, aber ja, jetzt dauert das hier halt. Ah, da geht's aber weiter. Nu! Oh, kann das mal verschwinden. Geht doch. Ich wollte doch nur daran. Eisenklumpen. Naja, gut. Hat sich jetzt eigentlich nicht gelohnt, darauf zu warten. Endlich raus aus der Enge. Fragt sich nur, wer so Platz braucht. Okay, aber allerdings. Ich eine so langsam zum Ende des Dungeons zu kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, so ein paar Erinnerungen kommen immer mal wieder hoch. Aber ja. Hier ist Schluss. Ab nach unten. Los, Marktamt. Aber diese Erinnerung, ja. Mit einigen kann ich tatsächlich dann noch was anfangen, mit anderen wiederum gar nichts. Sie bringen mich dann auch nicht wirklich weiter. Gegner im Zentralsektor besiegen. Ach, ich wollte gerade sagen, ich gehe mal davon aus, dass das hier der Zentralsektor ist. Übrigens, hier klettert er tatsächlich sogar automatisch runter. So. Aua. Oh. Okay, er kann sofort töten. Ach du. Ich wollte gerade sagen, steh auf. Das aus und allein durch den mal schnell, allein durch seinen Insta-Dead macht er halt gut Schaden, aber ja, ist auf alle Fälle machbar. So, schnell noch ein Heiltrank. Noch ein, ach nee, ah, er hat sie noch gar nicht benutzt. Okay. Ernsthaft. Deine Stärkung für dich. Oh, danke. Danke dir. Ach, willkommen. Oh Mann, ey. So. Komm, er ist fast weg. Und so, das war's mit ihm. So ein einzelner Goblin am Ende noch. Das sieht nicht gut aus. Sollten wir uns nicht besser zurückziehen? Hä? Wo ist denn jetzt? Ach da. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier noch Gegner. Wohl wahr. Ich such den Raum ab. Und zwar gründlich. Das war knapp. Das Grab und die Königswaffe finden. Na gut, genau deswegen bin ich auch hier. Regenbogenstaub. Wo? Ach, da hinten. Okay. Ah, da oben. Na toll, ich komme hier gar nicht rauf. Ich wollte gerade sagen, da oben hat, glaube ich, auch was geleuchtet gerade. Hier wahrscheinlich lang. Hi Dark Flower. So, ich lese auch gleich wieder richtig im Chat. So, Moment. Ja, oh wow, Moment. Ausgelassene Frames habe ich gerade. Boah, fast 9000. Der beruhigt sich im Moment auch gar nicht. Also ich habe zwischendurch ja immer so ein paar ausgelassene Frames, aber jetzt gerade ist wirklich heftig. Moment. Aber ihr hört mich immer noch, ne?
Moment, jetzt scheint es sich wieder beruhigt zu haben. Ach, der war nur eine Dia-Show? Okay. Ja, nee, nee, das lag nicht an dir, Darkflower. Also da konntet ihr jetzt nichts machen. Wie gesagt, ich habe halt generell mal so ein paar Frame-Drops. Obwohl meine Internetleistung eigentlich ausreicht, aber ja, Magenta-Hybrid halt. Das ist da immer ein bisschen schwierig. Nee, aber das ist dann normalerweise immer nur für einen ganz kurzen Augenblick. Also für, weiß ich, eine Sekunde oder so mal. Aber eben war es deutlich mehr, auf alle Fälle. So, wo war jetzt das Grab? Hä? Da hinten. Toll, hier komme ich wieder nicht hoch, ne? Nee. Ah, okay. Suchen wir uns den Weg. Nee, ich habe auch die Bitrate, die ist jetzt bei 3500 eingestellt. Also eigentlich alles andere als zu viel. Aber trotzdem habe ich halt immer wieder Frame Drops zwischendurch. Also so zum Ende eines Streams sind es dann normalerweise so 1500 bis 2000 Frame Drops. Was jetzt... Anu, hoch da. Was jetzt nicht so super viel ist. Ja, aber... Halt schon ein bisschen nervig. Aber jetzt sind es halt eben fast 10.000 Frame Drops in kurzer Zeit gewesen. Also keine Ahnung, was da los war. Mann, hier soll mal jemand durchsehen. So, ich gehe hier nochmal hoch und so weit nach oben wie möglich. Dann kann ich ja eigentlich nur hier runter. Nö, das bringt mir auch nicht wirklich was. Wo ist jetzt das Königsgrab? Ach Quatsch. Dort, also ich gucke im Grunde schon mehr oder weniger in die Richtung. Da ist es. Ich muss irgendwo dann im Grunde nur... Toll, kann ich nicht mal rüberspringen. Ich muss im Grunde einfach nur auf dem richtigen Block landen. War das jetzt da? Ach, Moment. Ich sehe da gerade was. Nee, okay. Ich dachte, ich kann hier so überspringen. Aber geht scheinbar nicht. Okay, dann... Ja, weiter gucken. Wo genau ist das jetzt? Hä? Da. Da. Ah, Moment. Nee. Nee, hier bin ich vorhin nämlich schon mal rauf. Das war ein Fehler. Ich sehe hier echt nicht mehr durch gerade. So, also. Ich muss. Doch hier hoch. Hier gehe ich nochmal hoch. Komme ich hier irgendwie weiter? War ich hier schon? Ich glaube ja. Och Mann. Dass der auch so komisch rennt, das macht es natürlich nicht einfacher. So, jetzt ist das links von mir. Das ist hinter mir. Hier.
Ich sehe hier absolut nicht durch, wo ich lang muss gerade. Oh, du. Geh daran. Mann. Und ich habe schon wieder Frame Drops. Das ist gerade zum Kotzen.